Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder. Der Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß, sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Ja, die Szene war wohl für den Arsch, Freunde. Ich bin's wieder. Euer Alex. Und Bizeps ohne Kamera, ohne hinter der Kamera, aber ein und derselbe und der gleiche. Und ich bin dieses Mal im Let's Play. Ich hoffe, euch stört das nicht. Wenn ihr was zu meckern habt, dann sagt mir Bescheid, Freunde. Aber ich habe mal Bock wieder drauf gehabt. Und ich habe es euch ja im letzten Vlog erklärt, dass ich jetzt ein Let's Play aufnehmen möchte mal wieder. Und mal ein bisschen zocken möchte auf meinem Kanal. Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum ich diesen YouTube-Kanal erstellt habe. Natürlich kommen weiterhin Vlogs. Bleibt besorgt. Bleibt beruhigt. Bleibt beruhigt. Alles klar. Das war's mal wieder komplett, Freunde. Und ja, wie ihr merkt, habt ihr hier eine bessere Tonqualität vom Mikrofon. Und natürlich einen verpeilten Alex. Und natürlich einen lustigen Alex, der viel zu erzählen hat. Denn bei Spidey, wer es nicht kennt, wer es aus dem Vlog nicht kennt, weil ich sowas nicht erzähle, der weiß Bescheid, wer mich so privat kennt. Seit längerer Zeit auf YouTube. Der weiß ganz genau, der Alex, der ist ein Spidey-Fan. Und ich habe... Oh mein Gott. Ist das alles für mich? Wie geht die Steuerung nochmal? Bruder. Oh, es war die falsche. Oh, es war die falsche. Oh Gott. Wie heilt man sich? Ja, das war die falsche Taste. Oh shit. Ah, mit unten, okay. Ne, ich lass das lieber. Ich bin kein Spidey-Action-Fan. Denn ich habe zu lange nicht mehr gezockt. Rein in die Auge. Hallo, ich bin's. Peter Parker. Dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser. So lange nicht? Ja, das musst du wirklich. Und Freunde, ich habe ein neues Projekt am Start, beziehungsweise ich habe da was in Planung. Vielleicht gefällt es euch. Ich erzähle es euch jetzt einfach mal. Und zwar folgendes. Ich werde in nächster Zeit, ob das diese Woche noch passieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht am Samstag, weil ich diese Woche Spätschicht habe, wird das nicht funktionieren wegen den Lichtverhältnissen. Ich wollte gerne einen Vlog drehen, der sich um mein Polo, um mein Winterauto dreht, warum ich dieses Auto gekauft habe, was ich damit vorhabe, was ich darin investiert habe und was noch in nächster Zeit passieren wird. Das werde ich so ein bisschen erklären und Rundgang machen, was an diesem Auto anders ist wie beim normalen Polo. Ja, jetzt würde ich einmal sagen, Spidey, let's go. Ihr spielt so spät noch? Ich war Fernfahrer, bevor mir der Mietvertrag gekündigt wurde. Nachts ist es ruhig, da kann man gut denken. Nicht gut genug, so wie du gerade spielst. Mein letzter Mann hat geschnarcht. Ich war immer wach. Na, immerhin seid ihr zu zweit. Besser als nichts. Gerade so. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, gute Nacht. Ich bin schon K.O. Wo müssen wir lang? Dahin? Oh, ich bin ja komplett falsch. Was ist das? Es gibt so unglaublich viele obdachlose Kinder. Eins von 30. Und zu viele Asyle sind nicht für sie ausgestattet. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen... Boah, beschissene Bauchkrämpfe, Mann. Ich hätte nicht trainieren sollen mit leeren Magen. Naja, jedenfalls nicht ohne Wasser zu trinken. Mir kommt gleich die Kotze hoch, Bruder. Boah, Mann, Mann, Mann. Ihr wollt gar nicht wissen, wann ich aufnehme, Freunde. Was machst du so spät? Wir haben 2.30 Uhr, halb drei morgens. Wie spät? Ich weiß, dass spät ist, aber mir aber nicht. Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Das sieht man dir an. Da bist du genau richtig hier. Musst dich nicht schämen. Ich weiß, aber ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Jetzt bist du bedürftig. Auch wieder wahr. Danke, Gloria. Ach ja. Du siehst danach aus, Peter. Oh Mann. Du bist tief gesunken, mein Freund. Oh, oh, oh. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Nichts Besonderes.
Oder? Nee. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Ich mochte keiner. Paar davon abhängen. Echt peinlich. Keiner weiß, dass du das warst. Da unten bist du als kleiner Junge. Ein Künstler war ich nicht. Aber May findet es sicher toll. Ja, Peter ist gut. Ist das Spider-Man da oben? Ich wünschte, jeder hätte eine Mom wie May. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Oh, Herr. Mann, war ich ein Depp. Bist immer noch. Wie dreht man das Ding? Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Ja, dem geht's gut. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Nee. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ich nicht. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Zack, der Lab und ich bin umgezogen. Frisch am Start. Bereit fürs Body Action. Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Such dir einen Job, Mann. Spider-Man. Ich würde jeden Job annehmen. Oder am besten würde ich... Was würde ich machen? Lieferant. Postlieferant. Genau wie im Spider-Man 2 hat er es getan. Eine Menge... Ah ne, Pizza-Lieferant war er da. Das war auch eine geile Action. Spidey bringt die Pizza vorbei. Oh, die Filme waren so geil, Freunde. Die Filme. Apropos Filme. Ich muss mir den zweiten Teil von The Amazing Spider-Man reinziehen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist, wenn man immer Geld sparen möchte. So, wo muss ich denn jetzt hin? So, ich spiele mich mal ein bisschen ein. Fertigkeiten. Ich habe einen Punkt. Das weiß ich noch ungefähr. Die Spider-Drone. Elektronetz. Okay. Fertigkeiten. Move-Liste. Und ich glaube, ich brauche die Karte. Ich hoffe, unter euch sind da irgendwelche Spidey-Fans draußen. Das wäre nice. Da wäre ich nicht der Einzige. So, Hauptmission, was ist das? Nebenmission, die machen wir. Ich hab Bock. Noch eine Nachricht von Doc. Schreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund.
Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Locks Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Das liebe ich an Let's Plays, so ironisch gemeint. Dass man immer unterbrochen wird, wenn man irgendwas am Quatschen ist. Das liebe ich ja so. Achtung, Einheiten. Zivilisten nach Howard. Fall gefangen. Lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Ja, moin. Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? New York ist groß. Du hättest das nie gefunden, alter Mann. Meine Güte. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Das ist eine Aufgabe von Spider-Man. Was schaffst du, du? Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe etwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. Nur ein Scherz. Bam, 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 bam. Okay. Legende ansehen. Nebenmissionen. Wo haben wir Nebenmissionen? Weißt du, wie peinlich das ist? Man spielt dieses Spiel, man let's playt das und man hört mittendrin auf, fängt jetzt wieder an und ist der Einzige, der Spider-Man let's playt noch und ist so lahmarschig unterwegs. Oh Mann. Hätte ich schon einen PC, Freunde. Dann hätten wir viel mehr Action. Aber meiner Berechnung nach kriege ich den PC, also kann ich mir bestellen. 2019, in Mitte des Jahres, also so Juni, Juli, August, ich weiß es noch nicht. Spätestens August gehe ich mal von aus, wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft. Ah. Da oben ist eine Nebenmission. 1500 EP. 1500 EP. Da schwingen wir hin. Nice move, man. Nice move. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich an der Stelle, wenn wir an der Nebenmission angelangt sind. Bis gleich in alter Frische, meine Freunde und Homies. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir sind fast am Zielort angelangt. Oh, scheiße. Das ist ja genau in dieser Action. Spider-Man, hier drüben! Spider-Männer? Nee, Bruder. Das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Die Spider-Männer. Ich ahne schon so ein bisschen was. Die Mission wird nicht langsam. Also, die Mission wird nicht kurz. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Baumeln und lasst Bewertung da, wenn ihr Bock drauf habt. Bis zum nächsten Let's Play oder Vlog. In diesem Sinne, haut rein und bleibt aktiv.